Also da war ich doch gerade einkaufen, unten in Kürten, und steht da so an der Kasse und denkt an nichts Besonderes und steht Jesus vor mir. Ganzer Einkaufswagen voll. Ich sage, Mensch, Jesus, also wieder mächtig eingekauft. Ja, sagt er, steht ja auch ein großes Fest voran und hier muss man sich ja schon mal drauf vorbereiten. Ja, aber mit so viel Gedöns, also sag mal wirklich, also ist alles ein bisschen unernst. Guck mal, Süßigkeiten. Ja, die sind für die Kinder, sagt er. Ja, ja. Und da hat der Fisch, naja, viele Fischer in meiner Jüngerschaft, das ist einfach so, die brauchen Fisch, die essen gern Fisch. Und meinst du, das fette Zeug, das ist gut für ein Cholesterinspiegel? Cholesterinspiegel, sagt Jesus, jetzt hör mal zu, wir feiern hier ein Fest und wir wollen hier keine Abstinenz machen. Naja, aber so ein bisschen könnte uns das doch nicht schaden, so hier im Westen. Ja, sagt Jesus, aber man muss auch die richtigen Zeiten dafür finden. Das hilft ja nun gar nicht, wenn man die Abstinenz genau dann macht, wenn man eigentlich feiern soll. Naja, sage ich, aber ach, wir arbeiten doch immer daran, dass unsere Linie ein bisschen besser ist. Ja, sagt Jesus, und da ist ja auch gerade euer Fehler. Ihr könnt euch nicht richtig freuen, weil ihr nicht mehr wisst, was Freude ist. Und bei jeder Sache, die ihr so macht, stellt ihr falsche Grundsätzlichkeiten vorne an. Zum Beispiel, wenn es zum Feiern geht, dann seid ihr am Fasten oder geht es gerade um eure Linie. Und wenn man fröhlich sein soll, macht ihr ein griesgrämiges Gesicht, weil ihr euch überlegt, ob man das denn jetzt überhaupt darf, fröhlich sein. Und manchmal, wenn es denn traurig ist, dann seid ihr gar nicht richtig traurig, weil ihr euch dazu keine Zeit mehr nehmt. Also ihr seid überhaupt nicht richtig da. Naja, sage ich, Jesus, das mag ja schon sein, aber bist du denn richtig da, dass du jetzt schon alles besorgst für das Fest? Ja, sagt Jesus, natürlich besorge ich jetzt schon alles für das Fest, weil das Fest fängt ja viel früher an. Solange jemand mit mir zusammen ist, ist das Fest ja schon da. Da braucht man jetzt gar nicht auf Weihnachten zu warten, sondern mit mir zusammen zu feiern, das ist immer dran. Und da braucht man keine besonderen Termine für. Und wenn denn jemand zu mir kommt, dann will ich auch darauf vorbereitet sein. Und dann will ich nicht sagen, oh, sorry, dafür bin ich jetzt im Augenblick gar nicht zuständig. Das ist auch irgendwie gar nicht die richtige Kirchenjahreszeit. Sondern dann bin ich einfach für ihn da. Ganz und gar. Und dann biegt sich manchmal auch der Tisch. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass die Leute kommen. Und da kann man aus Kleinigkeiten eine Menge machen. So aus dem Laib Brot oder aus ein paar Fischen. Hast du ja schon mal von gehört. Damals, Speisung der 4.000 und 5.000. Das geht auch. Wichtig ist einfach, dass du ganz für die Menschen da bist. Und da ist es gar nicht wichtig, ob jetzt Weihnachten, Fastenzeit, Karneval, Totensonntag, Allerheiligen oder sonst irgendwas ist. Ganz und gar da sein, wahrnehmen, was die Menschen brauchen. Ja, und dann ihnen die Liebe Gottes bringen. Man kann eigentlich jeder. Deshalb stehe ich hier in der Kasse und du? Ja, vielleicht auch. Komm, geh noch mal rein. Hol noch ein paar Kleinigkeiten für die Leute. Falls sich mal jemand braucht, ist es immer gut, was im Haus zu haben. Naja, sage ich, Jesus, mache ich mal. Bin noch gegangen, habe noch ein paar Sachen gekauft. Und als ich dann zurückkam, da war er schon wieder weg. Naja, hat immer eine Menge zu tun. Auch heute noch. Soll man gar nicht glauben, wo so wenig Leute noch auf ihn hören. Macht es gut.